Jo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir, dem Creaks von Riku Gaming, zu der Antwort auf eure Fragen zum Antworten-Video, besser gesagt. Und zwar fangen wir direkt an mit der ersten Frage von You und die Einhornfarm. Was ist deine Lieblingsfarbe, fragt der junge Herr. Und ich kann das nicht wirklich ganz genau beantworten, aber ich mag auf jeden Fall schwarz und dunkle Grau. Das ist auf jeden Fall mein Ding. Farbe an sich, ja, das weiß ich nicht, mein Freund, das weiß ich nicht. Aber ich mag viele Farben, zum Beispiel Orange oder ich mag auch die einen Rot oder Blau. Ja, ich kann mich da nicht so ganz festlegen, aber ich trage meistens schwarz, grau, solche Dinge, weil ich es mag. Weiß ist auch richtig nice, also vor allen Dingen bei Klamotten, weiß, schwarz, grau. Auf jeden Fall. Nummer 2 von You und die Einhornfarm. Was ist dein Lieblingsgame of all time? Und ich würde sagen, die beste Zeit habe ich in meinem Leben mit Skyrim verbracht, ja. Ich würde nicht sagen, dass es das beste Spiel ist, das ich hier gespielt habe, aber damit hatte ich auf jeden Fall am meisten Spaß, am meisten Langzeitmotivation. Das hat mich richtig gepackt dazumals. Da war ich noch irgendwie 13, 14, als ich das gezockt habe und das ist da ganz neu rausgekommen. Ja, war auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich würde sagen, mein zweitliebstes Game wäre dann Arma 3. Das zocke ich im Moment überhaupt gar nicht mehr, aber ich habe das ziemlich gesuchtet. Über 1000 Spielstunden, glaube ich. 800 Spielstunden. Ich glaube, 800 Spielstunden. Dennoch wirklich ein sehr cooles Spiel, jedoch natürlich einfach ein bisschen minderwertig programmiert und alles. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Gameplay kommt bei mir drauf an. Ich scheiße eigentlich auf die Grafik. Bei mir war Arma 3, das sah aus wie eine Kartoffel, aber es war eigentlich nice, das Gameplay. Nummer 3 von You und die Einhornfarm. Hast du Tätowierungen? Möchtest du welche? Und wenn ja, Digga, sag's dann bitte auch wo. So, also ich habe keine Tätowierungen, ganz einfach, weil ich finde, ich bin noch zu jung, um Tätowierungen zu haben. Ich bin 18 Jahre jung und ich will mich jetzt noch nicht festlegen, was ich denn für eine Tätowierung tragen werde. Ich denke mal, irgendwann werde ich mir dann doch eine Tätowierung zulegen. Das Problem ist, dass das natürlich auch einiges an Geld kostet, sich so gut tätowieren zu lassen, weil wenn ich mich tätowieren lasse, dann auch wirklich qualitativ hochwertig und nicht bei irgend so einem Hinterhof Tätowierer. Also grundsätzlich, ja, kann man mal machen. Und wo, würde ich sagen, Schulter, Brust, so übergreifend ein bisschen, so dass man das nicht sieht, wenn man bei der Arbeit ist. Denn ich möchte eigentlich in der Geschäftskarriere, in der Karriere allgemein noch so weit aufsteigen, wie es nur irgendwie möglich ist. Dann kommen wir zu den 4 Fragen von Marlon Manix. Was ist dein Lieblingskleidungsstück? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eigentlich immer ein Lieblings-T-Shirt. Das ist immer das, was bei mir so, was ich weiß, das hier ist mein Lieblings-T-Shirt. Allerdings ist das im Moment ein bisschen kritisch, weil ich, ich habe ein weißes Shirt, das mag ich auf jeden Fall. Ich hatte aber ein weißes Shirt, das mochte ich mehr, aber das habe ich irgendwie in Prag verloren. Wenn man in Prag ein T-Shirt verliert, dann fragt man sich auch, wie das passiert ist, denn ich erinnere mich nicht. Aber das lassen wir mal außen vor. Und Nummer 2, was ist deine Lieblingsbeleidigung? Meine Lieblingsbeleidigung ist wahrscheinlich, du bist geistig zurückgeblieben oder aber du bist geistig limitiert. Ja, das wende ich eigentlich relativ oft an, weil es auch genau, meiner Einstellung entspricht. Und was gibt's noch? Ich sage noch ziemlich oft, Einbildung ist auch eine Bildung. Ist ja nicht direkt eine Beleidigung, sondern eher ein beleidigendes Sprichwort, aber ist halt auch was, was ich eigentlich mag. Hat zwar einen Bart, weil das so alt ist, das Sprichwort. Jeder hat es schon 1000 Mal gehört, aber es hat einfach einen wahren Kern. So, die Nummer 3 von den Fragen von Marlon Manix. Wie lang ist dein Lümmel? Also, ich möchte da nicht drauf eingehen, denn ich habe mir eine 10-Minuten-Limite gesetzt für dieses Video und mein Penis ist länger. Okay, war nicht lustig. Ich werde die Frage natürlich nicht ernsthaft beantworten. Ich habe keine Komplexe. So viel dazu. Nummer 4. Wo hattest du den schönsten Augenblick deines Lebens? Ich denke, mein schönster Augenblick meines Lebens war auf dem Straßenverkehrsamt, als mir der Prüfer sagte, Jo Digga, du hast die Autoprüfung beim ersten Mal locker bestanden. Du bist ein geiles Tier. Du kannst alles, was du auch nur anpackst, Junge. Nee, Spaß beiseite. Das war wirklich, denke ich mal, der Augenblick in meinem Leben, wo ich am glücklichsten war. Denn ich habe jahrelang darauf gewartet. Ich habe, als ich 12 war, wollte ich Mofa fahren, konnte es mir nicht leisten. Als ich 14 war, wollte ich dann Roller fahren, konnte es mir nicht leisten.
Und dann irgendwann wollte ich Auto fahren, Motorrad fahren. Dachte ich mir, mit 18 kann ich mir das eh nicht leisten. So, die Umstände waren jetzt relativ glücklich, auch mit viel Arbeiten verbunden, aber ich bin jetzt 18 und kann mir ein Auto leisten. Richtig nice, das hat mich auf jeden Fall extremst gefreut, auch da, wo ich das Auto gekauft habe. Also Autos sind eigentlich so, ja, die Lichtblicke meines Lebens, würde ich fast schon behaupten, ist einfach, was ich mir auch als Ziel gesetzt habe, wieso. Ja, ich will nicht unbedingt eine nice Wohnung, sondern ich will auf jeden Fall ein nices Auto. Und das ist nicht, weil ich posen will, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Ich will auch nicht ein neues Auto und ich will nicht den neuesten AMG Mercedes. Ich will zum Beispiel einen AMG Mercedes von 1985, weil die einfach richtig, richtig nice sind, Alter. So, dann noch eine Frage, zwei Fragen von Nils Monroe, ein neuer Abonnent sogar. Der 1320. Abonnent, freut mich, dass du mit dabei bist. In welches Land willst du mal reisen? Gut, also da gibt es eigentlich einige Länder, denn ich bin nicht so extrem am Süden interessiert oder an diesen orientalischen warmen Ländern. Ich weiß nicht wieso, aber ich würde auf jeden Fall echt gern mal nach Neuseeland. Ja, ich weiß, das ist im Süden, aber nicht so ein südliches Land, wenn ihr wisst, was ich meine. Nicht so Sonne, Party, Strand, ne, ne, ne. Neuseeland nimmt mich auf jeden Fall Wunder, wie es da so ist. Ich weiß auch nicht wieso. Also gut, ich habe da Connections auch. Nimmt mich auf jeden Fall Wunder, wie es da ist. Habe ich, glaube ich, jetzt auch schon genug oft betont. Wo ich auch gerne hin will, ist nach Skandinavien. Leider kann ich mir das überhaupt gar nicht leisten. Deswegen werde ich einfach wieder nach Italien gehen. So, und dann die letzte Frage, auch von Nils Monroe. Sex oder Liebe? Also, dazu kann ich eigentlich auch ein bisschen ausholen, aber will ich jetzt auch nicht allzu groß. Ich finde, dass man das Ganze eigentlich schon relativ gut trennen kann. Nur, dass einem dann irgendwann auch irgendwie die Lust vergeht bei beidem, wenn man es zu stark trennt. Also, ich bin jetzt persönlich in einem Alter angelangt, da hätte ich schon lieber gerne eine Beziehung mit Liebe als einfach nur irgendwas für eine Fickbeziehung. Einige von euch sind jetzt 14 und werden sagen, nee, du hast keine Ahnung, doch das wird sich mit der Zeit, denke ich, auch noch verändern. Und ja, jedem das seine auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so der Fuckboy Nummer 1, ich habe meine Erfahrungen gemacht und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen will. Und ich würde sagen, danke vielmals, liebe Leute, dass ihr so aktiv Fragen gestellt habt. Seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, der Creaks von Rico Gaming. Drückt mal wieder auf die Aufnahmetaste, egal in welchem Kontext, und dann haut da rein.